Moin Moin YouTube und herzlich willkommen jetzt zu einem weiteren Deck-Profile und wie ihr im Duell schon gesehen habt und auch viele von euch in den Kommentaren geschrieben haben, seht ihr heute das Donnerdrachen-Chaos-Profile von Dennis. Ja, wir wünschen euch viel Spaß und geben an Dennis ab. Ja, wie gesagt, wurde gewünscht, also machen wir das auch für euch, weil wir machen alles für euch, wisst ihr doch. Ganz klar, dreimal Batterieman Solar, der beste Opener in diesem Deck, die wichtigste Normal Sum quasi. Ich spiele auch kein Aluf Lupine, weil ich eigentlich nur den Normal will. Den könnte man spielen, den Wolf, aber er ist halt auch kein Donner und der Benefit ist zwar da, aber ich fand den jetzt in den Tests nicht ganz so stark wie jetzt zum Beispiel Batterieman Solar, der auch das Token und den SS zu Apollosa und so ein Kram gibt. Die erste Änderung zu den normalen Profiles, nur zwei Matrix, sieht man noch häufiger jetzt mittlerweile. Man mischt die sich immer wieder zurück, deswegen reichen da zwei, man möchte keine drei auf der Starthand haben. Bin da eigentlich sehr zufrieden, man bräuchte aber trotzdem zwei, damit man halt Normals haben, wenn man mal muss. Linko, Ribo kann man jetzt sich einen zweiten suchen, um was zu schießen im gegnerischen Zug. Dann den OG, den Donnerdrachen, ganz klar, das Deck heißt so. Ist jetzt wichtiger als noch früher mit zwei Donnerdrachen oder einem Donnerdrachen. Einer Fusion hat man schon einen Titan mittlerweile. Auch zum gegnerischen Kartenschießen ist das schon ziemlich gut. Auch als Abwurftarget für den Chaosraum, den ihr nachher seht. Dann auch eine große Änderung, nur ein Falken. Der war früher viel stärker mit dem Kolossus. Man könnte ihn noch auf zwei spielen. Ich würde das auch nicht sagen, muss nicht. Aber er kam in den Tests nicht ganz so stark, wie ich das erhofft habe. Er ist im Prinzip nur für den Link-Climb da und auch für die Züge 3 bis 4, die ja eher selten kommen. Kann mal ein bisschen entbricken mit seinem normalen Effekt, aber auf 1 finde ich ihn ganz passend hier drin. Es ist auch eine 40-Karten-Liste, deswegen ist die Ratio ein bisschen angepasst. Dann dreimal Gebrüll, den man unbedingt verbannen möchte, mit Allure und all so einem Kram. Deswegen ist es ziemlich gut, den so auf 3 zu spielen. Also den würde ich auch nicht drunter setzen. Dann noch die 3 Finsternis. 3-3, klar, klassisch, die Finsternis-Kombo hier. Blau sucht Schwarz, Schwarz sucht sich Fusion. Hat man schon alles, was man braucht. Man möchte am liebsten einen auf der Hand behalten, damit man auch im gegnerischen Zug den schießen kann. Oder mit Titan was schießen kann und den zu adden. Deswegen würde ich ihn auch immer auf 3 lassen und niemals runtersetzen. Dann ein Donnerdrachen-Duo, kein Lord. Der Duo ist aktuell sehr stark, einfach nur Karten verbannen mit den Chaos-Karten. Er kann nicht genormelt werden, das heißt, man kann ihn auch wieder reinmischen und eine Karte ziehen. Und das Rang 8 ist auch, also Stufe 8 ist auch ganz okay. Das war auch so von der normalen Donnerdrachen-Ratio. Da kommen noch mehr Monster, ich habe es ein bisschen untergliedert hier. Als Opener habe ich noch einen Gold-Sarkophag. Klar, ne, Karten wollen verbannt werden. Man kann mit ihr auch die Chaos-Hexe oder Valkyra heißt sie ja jetzt verbannen und dann was auf den Friedhof legen. Kann so ein bisschen ins Play kommen. Ein Foolish, der ist im Test, kam aber bisher sehr gut. Ich spiele mit einer kleinen Tech, die nachher kommt. Da ist das mit Foolish und Dugaris oder mit dem Chaos-Levianir für 3 Lichtmonster. Schon ziemlich gut, die Karte zu haben. Und sie legt was rein, um für die Fusion ein bisschen Plays zu haben. Dann noch 2 Donnerdrachen Fusion. Man könnte sie auf 3 spielen, aber man recycelt sie sich ständig und wenn man sie auf der Starthand hat, ist okay, aber ich will sie lieber suchen anstatt haben. Deswegen habe ich auf 2 reicht die eigentlich. Also so von der Ratio, wie sie jetzt im Deck ist, bin ich eigentlich sehr zufrieden. Hat auch in den Tests sehr gut funktioniert. Dann halt noch 3 Allure of Darkness. Ich liebe Decks, die die Karte spielen können und hier geht sie eigentlich nur für Plus. Deswegen braucht nicht. Das war es soweit so von der normalen Ratio. Dann habe ich noch 6 Handtraps. Da könnte man halt Chaos hier Aluf Lupine spielen und sowas. Aber ich habe mich für die hier entschieden. Das waren 2 Wailer. Da kann man jede andere Licht nehmen, kann auch Ogre spielen, aber Wailer ist ganz okay. DD Krähe oder man könnte hier auch einen fantastischen Drachen nehmen, hier Phantasmai. Deswegen, aber der DD Krähe ist gerade gegen so ein Dino-Matchup oder auch gegen Adamancipator, kann die Karte schon quasi ein Gamechanger sein. Und das letzte ist 2 Nibiru. Braucht man nicht viel zu sagen. Licht und Finsternis, ganz klar. Ich habe das auf die Ratio gemacht, damit man einfach mehrere von denen sieht, quasi. Nicht 3 Effekt-Wailer. Gut, das wäre jetzt nicht so schlimm, weil die kann man ja mehrmals abwerfen. Aber einfach, dass man ein bisschen mehr Namen auf der Hand hat. Dann kommen wir zur Chaos Engine. Die ist ein bisschen größer.
2 Chaos Valkyrie, man könnte sie auch auf 3 spielen. Man muss sie in der Hand aktivieren, um sie zu specialen, das ist wichtig. Ist eine Art Mini-Chaos-Drache. Man kann Licht oder Finsternis verbannen, sie specialen. Und wenn sie verbannt wird, legt die ein Monster in den Friedhof, was diese Runde dann in Effekt quasi nicht mehr aktivieren kann. Aber man kann damit relativ viel Blödsinn machen. Man könnte sich auch ein Gizmek Orochi reinlegen. Und lauter andere Karten. Auch fehlende Donnerdrachenteile. Und als Stufe 4 ist die auch gar nicht so schlecht. Also wer die auf 3 spielen will, bin ich ganz dafür. Ist ziemlich gut. Dann die guten alten schwarzen und weißen Chaosdrachen, die kleinen. Ist immer cool, mit dem Chaosraum einen Donnerdrachen abzuwerfen. Einen am besten, der nicht OG ist, und dann das Gegenstück zu suchen, dann verbannen und ins Play zu kommen. Solange wir den Trisch noch nicht haben, sind die nicht ganz so wichtig. Machen schon ziemlich viel, aber mit dem Trisch machen die halt noch mehr Blödsinn. Aber ich freue mich, dass ich die wieder in einem Donnerdrachen-Deck spielen kann. Dann kommen wir zu den kleinen Bossmonstern. Kleine Bossmonster auch mal gut zu sagen. Chaos-Schöpf zweimal. Er ist Donner, wie fast alle Creator-Karten, oder wie alle Creator-Karten, ist also suchbar durch die Thunder Dragon Fusion, durch den Chaosraum, und er recycelt euch. Also ihr habt dann mit dem Deck dann viel mehr Ressourcen, kommt nicht mehr so an die Knappheit ran, weil er alles immer zurückmischen kann, inklusive sich selbst. Kann drei, in den ruft man den mal Licht- und Finsternisverband, zeigt 3 verbannte Karten von eurer verbannten Zone und von der gegnerischen Zone vor und könnt dann eine Karte specialen, die specialbar ist. Da könnt ihr zum Beispiel auch eure eigene IP verbannen, specialen, habt dann eine IP und einen Chaos-Schöpfer auf dem Feld, was schon ziemlich cool ist. Er ist auch Stufe 8, was halt Rang 8 Plays erlaubt, wie Nummer 38, den Girsu, Zombieschwein und wie sie nicht alle heißen. Man kann ja auf 3 spielen, aber ich finde noch 2 mit Chaosraum ist das schon passend. Und weniger würde ich nicht spielen, und er ist quasi schon so das kleine Herzstück in dem Deck. Dann noch den letzten Chaosdrachen, Levianir. Die Karte würde ich immer spielen, gerade mit Chaos-Karten. Er kann halt einfach schießen, ohne zu targeten. Karten wiederbeleben, Handkarten klauen, je nachdem, was man gerade machen will, auch Stufe 8. Und kann halt mit Chaos-Schöpfer immer schön recycelt werden. Und dann die kleine Tech, Erzherrscher Krystia. Am liebsten legt man die mit der Valkyrie ein, special die sich dann später mit Dugaris. Oder verbannt sie, und special mit Chaos-Schöpfer, bremst euch auch, aber den Gegner noch viel mehr. Deswegen war das so mal eine kleine Mini-Tech, die man auch mit Foolish reinlegen kann und all so ein Kram. Da habt ihr vielleicht auch den Lightswan-Profile gesehen, da kommt die ein bisschen stärker hier raus, aber jedes zweite, dritte Duell habt ihr die auf jeden Fall auf dem Feld. Und in der Regel gewinnt man ja dann auch. Und dann die drei besten Karten im Deck. Chaosraum, Chaosraum und Chaosraum. Also da haben sie eine echt gute Karte geprintet. Artwork ist so gut wie einfach und auch genial. Der Effekt ist einfach übertrieben gut. Eine Karte, die einfach plus 1 geht, hat man nicht so häufig. Das war's aber auch für den Main Deck. Man kann, wie gesagt, Aluf Lupine spielen, die Handtraps runtercutten, man kann Gizmek reinpacken. Im Prinzip, die Handtraps sind so die Variablen in dem Deck. Man kann sogar auch Reasoning spielen, wer das mal machen möchte. Ist halt schade, wenn man den normalen Donnerdrachen trifft, aber Reasoning kommt auch ziemlich gut hier drin. Und auf Christia kann man ja trotzdem dann specialen, wenn er nicht gerade 8 gesagt hat. Deswegen. Das Main Deck funktioniert ziemlich gut soweit. Da würde ich auch nicht sehr viel ändern. Wie gesagt, Chaos Valkyrie auf 3 ist noch eine Überlegung, aber ich wollte auf 40 Karten bleiben wegen der Konstanz. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal ins Extra-Deck. 2 Token, Urwesen-Spielmarke und Jurek-Token, weil es Stufe 1 ist, für den Batteryman Solar. Und dann ganz normal doppelköpfiger Donnerdrache. Mit einem Donnerdrachen und einer Fusion kommt man auf den, verbannt sich den dritten und hat dann direkt den Titan, wovon ich nur 2 spiele, weil man die halt immer recycelt. Deswegen reichen da 2. Man könnte ihn auf 3 spielen, aber ich habe ein bisschen Space-Probleme. Deswegen reicht das so. Dann eine der besten Karten für dieses Deck, Predator Plant Werte Anaconda. Entbrickt sehr viel und ermöglicht Plays. Man könnte auch Millennium Ice mit Instant Fusion hier drin spielen und Cross Sheep, dann kann man da auch ein bisschen Blödsinn machen. Aber Werte Anaconda ist schon MVP. Linkorebo als Play-Opener, wenn man nur Matrix normeln kann. Kann man sich auch die Matrix suchen und hat direkt nochmal Linkorebo, was nicht schlecht ist. Das angesprochene Cross-Sheep, brauchen wir nicht viel zu sagen, ist sehr, sehr wichtig für Link-Climbing hier. Genau wie IP Master Arena. In der Regel endet ihr mit den 2 und habt dann Zugriff auf den Avermax, Apollosa und losgehette Choice-Cat und wie sie nicht alle heißen. Also die gehören zu eurem Endboard mit dem Titan, also das ist schon
Sieht sehr einfach aus, das Endboard, also leicht, aber schwer zum Spielen. Das Nightmare-Package Phoenix und Unicorn, ja, braucht man nicht viel zu sagen. Mit ihm geht man in ihn, hat direkt zwei Karten vom Feld weg und hat dann gute Plays. Man hat sehr viele hochstufige Monster, deswegen spiele ich den Schwarzgrenzen-Soldat, Soldat des Chaos, einmal weil er unglaublich schön ist. Er ist Chaos, was auch cool ist, er ist Erde, was nicht so cool ist. Aber Turn 2 den zu machen, ist meistens schon GG. Decks wie Altergeist und sowas, die haben da schon Probleme, wenn der hier unaffected ist. Und dann kam 1500 Push noch durch in der Zerstörung. Deswegen, aber er ist austauschbar gegen jede Karte, die ihr wollt, gegen Ball Load, Ball Sword. Aber ich fand ihn jetzt gerade in dem Bild sehr, sehr stark. Und dann eine der unfairsten Karten hier in dem Deck ist die losgekettete Scheußlichkeit. Mit Titan zusammen ist man quasi nur noch am Schießen. Das ist ja ist fast ein Schießgewehr hier quasi. Die zusammen auf dem Feld, das ist ein Board Clean. Und man kommt auch, wenn der mit IP gemacht hat, gar nicht so leicht um den Rimmel rum. Er hat ja auch 3000 Angriffspunkte. Dann meine Zweitlieblingskarte im Deck ist der Mechritter Crusade Avamax. Er ist schon meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig. Wenn man den macht, schützt man sein Feld ein bisschen vor Angriffen. Und an denen kommen sehr wenige Karten vorbei. Wenn er geht, darf er noch was zurückmischen. Gegnerische Titans sind tatsächlich ein Out gegen ihn, weil Titan ja nicht wählt beim Schießen. Aber dann mischt man den Titan wieder weg und dann ja, kommt man selber hinzu. Also er ist sehr, sehr wichtig, gerade mit IP und Crushy. Als letztes Rang 4, man spielt, oder Link 4, spielt relativ viele tatsächlich. Apollosa. Es gibt eine Combo oder mit dem Batteriemann Solar und dem Hawk auf der Hand hat man ja halt auf 4 Negates und einen Titan auf dem Feld, deswegen. Ich kenne keine Karte, die diese ersetzen könnte, First Turn, und der Gegner hat auch viele Probleme, dann darum zu spielen. Titan schützt sich teilweise vor Angriffen oder wenn man super saftig ist, noch der Avramax und die. Deswegen, Karte ist schon sehr wichtig. Dann kommen wir zur Xyz Engine. Das sind drei, das ist der angesprochene Dugaris. Den macht man im Prinzip mit den kleinen Drachen und der Chaos-Valkyre. Wenn man will, kann man auch die Dangers, gerade Mottenmann reintun, dass man ein bisschen leichter auf Stufe 4 kommt. Kaminari-Angriff ist ja auch noch eine Möglichkeit. Deswegen, wenn man Instant Fusion spielen möchte. Aber Dugaris ist schon ziemlich gut, gerade wenn man Krystia spielt. Wenn man den nicht spielt, muss man, also Krystia nicht spielt, muss man Dugaris nicht spielen, dann kann man jede andere Karte spielen. Aber mit dem Krystia ist der schon sehr, sehr wichtig. Dann Nummer 38, Rang 8 Karte, sehr solide, ist für mich gerade die bessere Alternative von allen, die es gibt. Zombie-Stein könnte man spielen, aber Monster Negate hat man eigentlich Apollosa. Half Harbinger ist da schon ziemlich stark. Und als letztes habe ich mich für den Gizu entschieden, weil er mir doch in einigen Duellen immer gefehlt hatte, wenn ich gegnerische Bots cleanen muss. Ist so ein Dingizu immer sehr, sehr einfach zu machen mit den ganzen Rang 8 Karten, die man hier spielt. Und sein Protection Effekt ist ja auch noch sehr stark, deswegen. Ist aber einer der Wackelkandidaten, den man raustun könnte. Ja. Soweit vom Extra-Deck. Das ganze Deck funktioniert recht gut. Das könnt ihr gerne einfach mal testen in den ganzen Programmen Edo Pro oder mit euren Freunden. Könnt auch gerne in den Kommentaren dann eure Meinung dazu schreiben. Oder was ihr anders spielen würdet. Das lesen wir auch sehr gerne und antworten ja natürlich darauf. Auf dem Weg zu den Kommentaren kommt ihr noch an der Glocke vorbei, die ihr abonnieren könnt. Und den Abonnieren-Button könnt ihr glocken, wenn ihr wollt. Würde uns auf jeden Fall freuen. Soweit von dem Deck. Die Chaos-Woche endet dann quasi hiermit. Mit unseren schönen 4 Würfeln hier. Da fehlt noch ein paar. Deswegen liken, hypen, würden wir uns freuen. Und ich bin da raus für heute.